Hallo allerseits, ich möchte rasch ein paar Übungen zu Iterationen kommentieren. Wir haben hier eine Funktion gezeigt, die Wurzelfunktion in grün, und dazu habe ich die hellblaue winkelhalbierende y gleich x, also die Identität, auch noch notiert. Jetzt eine Iteration bedeutet ja, ich nehme einen Startwert und dann wende ich die Funktion auf den Wert an und auf das Resultat wiederum die Funktion und so weiter. Und jetzt kann man das zum Beispiel grafisch skizzieren. Sie sehen da rot, wenn ich den Startwert 3 nehme, was passiert dann? Ich wende die Funktion auf den Wert 3 an und das gibt mir natürlich diesen Punkt hier, den Funktionswert. Jetzt dieser Funktionswert soll ja wieder als neuer Wert in die Funktion eingesetzt werden. Das heißt, ich kann das so realisieren, indem ich hier diesen Wert quasi abtrage. Da gucke ich, wie groß der ist. Und jetzt diesen neuen x-Wert, den übertrage ich wieder auf die, also ich wende die Funktion wieder an auf diesen neuen x-Wert. Also das heißt, Startwert, Funktion anwenden, dann lande ich hier, dann diesen neuen Wert als neuen x-Wert nehmen. Das kann ich eben realisieren, indem ich da auf die Winkelhalbierende gehe, von diesem neuen x-Wert wieder den Funktionswert berechnen, das wäre jetzt f zweimal angewandt, und dann das Spiel fortsetzen, diesen neuen Wert wieder als x definieren und in die Funktion einsetzen und so weiter. So, ich habe das hier für 3 und 0,2 realisiert und man sieht dann, beide laufen auf den Wert 1 zu. Hier in der Übung 7 soll man sich klar machen, dass 1 ein Fixpunkt ist für f von x gleich x Quadrat, das ist das Erste. Und zweitens soll man auch noch gucken, dass dieser Fixpunkt instabil ist. Das heißt, wenn ich nur ganz wenig vom Wert 1 abweiche, werde ich nicht auf den Fixpunkt 1 zulaufen, sondern ich werde quasi abgestoßen von diesem Punkt 1. Ich werde weglaufen. 1 selber ist Fixpunkt, aber ist eben, man sagt, eben instabil, oder? Es ist ein Repeller. So, man kann das zum Beispiel so einsehen, dass man sagt, ich nehme ein kleines Epsilon, also ein beliebiges Größe 0, könnt ihr auch kleine 0 nehmen, spielt hier nicht seine Rolle, ich kann sagen, Größe 0, ich bin etwas weg von 1, zum Beispiel ein Tausendstel oder sowas. Und das, was passiert, wenn ich iteriere, ich werde ja diesen Wert hoch 2 rechnen und dann das Ergebnis wieder hoch 2 und so weiter. 1 plus Epsilon hoch 2, dann in dem Sinne hoch 4, das wäre zweimal iteriert, hoch 6, das wäre dreimal iteriert und so weiter, also hoch 2k rechnen. Ich kann den Wert für 1 plus Epsilon hoch 2k nach unten abschätzen, zum Beispiel indem ich mir überlege, wie das ausmultipliziert aussehe. 1 plus Epsilon hoch 2k ist so zu verstehen, dass ich mich mit zum Beispiel dem Pascal-Dreieck das überlege. Das würde bedeuten, mal die 1 wird hoch 2k gerechnet und dann käme der zweite Term, der wäre 1 hoch 2k minus 1, das gibt natürlich immer noch 1, mal ein Epsilon, das dabei ist. Und wie oft mache ich das? Das würde ich genau 2k mal machen. Weil ich kann ja für jede der 2k Faktoren mir dieses Epsilon aussuchen und aufaddieren. Das heißt also, dieser zweite Term kommt vom zweiten Term beim Ausmultiplizieren und dann kämen natürlich noch weitere Terme dazu, bis ich am Schluss dann plus dieses Epsilon hoch 2k rechnen würde. Das wird dann natürlich extrem klein sein, insbesondere wenn k sehr groß wird, weil das Epsilon ja häufig auch schon klein gewählt werden kann. Man sieht eben schon mit dieser ersten Näherung, mit den zwei Summanden, dass wenn jetzt k gegen unendlich geht, dann wird dieser Ausdruck hier ebenfalls gegen unendlich gehen und ich habe ja das als untere Schranke für meine Iteration gebraucht. Das heißt also auch f k mal iteriert von 1 plus Epsilon wird gegen unendlich gehen und damit weglaufen von 1. Bei 8 soll man ein paar Funktionen basteln anhand von Vorgaben. Zum Beispiel wollen wir 3 als Fixpunkt haben bei a und wir wollen das als stabilen Fixpunkt haben. Das kann man sich einfach machen, indem man zum Beispiel eine Gerade nimmt und einfach schaut, dass f von 3 3 ist und dass die erste Ableitung für diesen Fixpunkt kleiner als 1 ist. Das ist nicht so schwierig einzurichten. Bei einer Geraden kann man nämlich einfach da gucken, dass für 3 eingesetzt dieser Wert dann, der ja von der Ableitung herkommt, kleiner als 1 ist. Bei c kommentiere ich noch rasch, da will man eine Funktion, die Fixpunkte bei 1 und 4 hat. Das kann man auch wieder auf verschiedene Arten erledigen. Ich habe mir mal überlegt, wenn ich eine quadratische Gleichung hätte von diesem Typ da, dann habe ich das so eingerichtet, dass ich die Nullstellen 1 und 4 habe, also die Lösungen 1 und 4.
Und jetzt für die Fixpunktbedingung müsste ich einfach meine Funktion gleich x setzen. Das heißt, ich leihe mir quasi von hier ein x und schreibe es auf die andere Seite. Und damit habe ich quasi eine Funktion, die eine Fixpunktbedingung hat. Und wenn ich die eben auflöse nach den Werten, die gelten für diese Bedingung, dann werde ich auf 1 und 4 kommen. Ja, hier ist es etwas schwieriger. Man soll einen Fixpunkt für Cosinus finden. Da kann ich natürlich jetzt analytisch nicht viel machen, weil wenn ich die Inversfunktion des Cosinus anwende, dann habe ich die da drüben aufs Argument angewendet. Das ist dann auch natürlich das Problem damit nicht gelöst. Ich kann aber gucken, ob es ein Attraktor ist oder nicht, wenn es dann einen gibt. Und ich sehe, ich habe da einen Attraktor, nur gerade für die minus 90 und 90 Grad hätte ich den Wert 1 betragsmäßig in der Ableitung, aber sonst bin ich kleiner als 1 im Betrag. Ich habe dann kurz versucht, etwa einen Fixpunkt abzuschätzen, gucken, ob es einen gibt. Ich nehme hier eine Taylor-Approximation für den Cosinus und habe einfach die ersten zwei Summanden aufgeschrieben. Da kommt man schon eine gute Näherung mit etwa 0,732. Ich glaube, es ist etwas 0,739 oder so. Man kann natürlich zwei, dreimal dann den Cosinus auf diesen Wert anwenden und dann hat man ihn etwas genauer. Bei B, bei Sinus, ist der Fall ähnlich. Man hat einfach 0 als Fixpunkt, dann sieht man sofort. 0 ist aber hier ein Repeller. Die Approximation wieder via Taylor-Entwicklung liefert auch 0, also nichts Neues. Bei 10 wiederum Fixpunkte suchen. Fixpunktbedingung liefert kleiner und minus grosser goldener Schnitt für die Funktion minus x² plus 1. Man kann wieder gucken, ob das Repeller oder Attraktoren sind. Das sind beides Repeller. Einfach einmal ableiten und Fixpunkte einsetzen. Gucken, ob die betragsmäßig kleiner als 1 sind. Sind sie nicht. Interessant ist hier noch für 10, wenn man guckt, ob es da Fixpunkte zweiter Periode gibt, also zweimal f angewandt, ob ich dann wieder beim selben Wert lande. Und wenn man sich das ausrechnet, sieht man, dass es das tatsächlich gibt. Also man nimmt einmal die Bedingung, zweimal f angewendet soll wieder gleich x sein und löst jetzt dieses Polynom. Jetzt dieses Polynom ist vom Grad 4 etwas schwieriger zu lösen, aber man muss bedenken, dass hier drin ja noch die Fixpunkte der ersten Ordnung auch sind. Also Phi und minus groß Phi werden auch Lösungen dieser Gleichung sein, weil ein Fixpunkt der Periode 1 ist sicher auch ein Fixpunkt der Periode 2. Also wenn f von Phi gleich Phi gilt, dann ist natürlich sicher auch f von Phi gleich Phi. Weil wenn man da die Bedingung anwendet, sieht man das natürlich sofort. Muss einfach einen Schritt mehr Geduld haben. Das heißt, wir werden also aus diesem Polynom hier die Fixpunkte der Periode 1 rausdividieren. Die waren ja Lösungen dieses Polynoms hier. X² plus x minus 1, das war hier oben. Polynomdivision durchgeführt, liefert uns das da für die reinen Fixpunkte der Periode 2. Und wenn man es auflöst, kriegt man 0 und 1. Da kann man einen Check machen, wenn man möchte. F von 0 gibt 1 und dann gibt f von 1 wieder 0. Das heißt, die beiden 1 und 0 sind tatsächlich Fixpunkte der Periode 2. Ist auch klar, dass das für 1 gilt, dann kann ich natürlich hier beginnen. F von 1 ist 0 und dann f von 0 ist wieder 1. Beides sind Attraktoren, man kann in diese zweite Periode die Bedingung anwenden des Satzes, der sagt, Fixpunkte eingesetzt in die Ableitung, betragsmäßig kleiner 1, dann habe ich Attraktoren. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.